Hallo und willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier. Ein Feierabendbier, das wisst ihr. Und diese Woche ist Freiberger dran. Das Freiberger Pilz. Gucken wir zunächst wie immer natürlich auf der Internetpräsenz, was Freiberger zum Bier so sagt, zu seinem Pilzbier. Und zwar haben wir hier Braukunst aus dem Erzgebirge. Aus der erzgebirgischen Lichtenberg-Talsperre kommt ein quellklares, weiches Wasser. Beste Voraussetzung, um ein gutes Pilz zu brauen. Und ein Grund dafür, dass das Freiberger Brauhaus seit seiner Gründung 1850 ein wichtiger Bestandteil der sächsischen Brautradition ist. Kraftvoller Geschmack. Biere aus Freiberg sind traditionell kräftiger gebraut. Sie waren nicht nur ein erfrischendes Getränk, sondern auch ein gehaltvolles, süffiges Grundnahrungsmittel für Männer, die hart arbeiteten. Freiberger Pilz ist ein kräftiges Bier, ein echtes, herbfrisches Pilz. Kraftvoll, harmonisch, frisch und nicht zu herb. Mal gucken, ich mag es dann lieber ein bisschen herber, aber warten wir es mal ab. Herbfrischer Pilzgenuss aus Sachsen. Freiberger Pilz brauen wir mit Sorgfalt, höchster Rohstoffqualität und dem Bekenntnis zur Heimat. Das Braumalz beziehen wir hauptsächlich aus sächsischen Melzereien. Dazu kommen ausgesuchter Aromahopfen und Hefe aus eigener Reinzucht, die wesentlich zu dem besonderen Geschmack der Freiberger Pilz beitragen. Gut, dann haben wir hier ansonsten noch Farbe Goldgelb, Alkoholgehalt 4,9%, Volumenprozent, Stammwürze 11,6%, Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Soweit auf der Internetpräsenz, gucken wir ja, fix auf die Flasche, was da so steht. Ja, groß oben drüber, hier seit 1850, herbfrisches Pilz steht drauf, Freiberger. An der Rückseite finden wir nicht mehr viel, Karl-May-Festtage sind auch schon gewesen. Dann hier Bierzutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, passt soweit. Freiberger Brauhaus GmbH, Freiberg, Sachsen. Ja, ansonsten auch nur wieder 0,5 Liter und 4,9 Volumenprozent Alkohol. Dann machen wir es auf. Der Plopp muss sein. Jawohl. Und gießen wir das Ganze mal ein, gucken, ob die Farbe stimmt mit Goldgelb. So. Fast am Eistrich. Soll reichen. Gut, also Farbe. Ja, goldgelb. Passt. Wenn ihr mal kurz gucken wollt, steigen auch Sattbläschen auf. Immer ein sehr schöner Anblick. Auch sehr feiner Schaum. Fällt auf jeden Fall direkt auf. Sehr schöne Blume, die ausgebildet wird. Aufgrund der aufsteigenden Bläschen dürfte er auch nicht allzu schnell vergehen, also wirklich sehr feiner Schaum. Die Farbe, ja, goldgelb stimmt, ein bisschen hell vielleicht, aber gut. Riechen wir mal. Ja, schöner, süßlich, blumiger Pilzgeruch. Also kann aber keine wirkliche besondere Note irgendwie ausmachen. Vielleicht ein Tick würziger, ein bisschen malziger vielleicht. Gucken wir, wie es schmeckt. Also, Prost! Also ja, ist definitiv nicht allzu herb. Ist definitiv aber noch vorhanden, dieses Herbe. Kommt noch gut raus. Leichte Würze ist da, sehr angenehm, dezent. Vielleicht im Abgang ein bisschen wässrig, ein bisschen dünn. Könnte ein bisschen mehr kommen. Ja, also da fehlt so ein bisschen vielleicht die beschriebene Vollmundigkeit. Ich weiß nicht, hat man das beschrieben? Ist auch egal. Also es ist nicht allzu kräftig. Das Gehaltvolle, was da beschrieben wurde, ist gar nicht so sehr da. Also ich hatte jetzt wirklich gedacht, hier kommt so ein mega würziges Bier um die Ecke. Das geht in Ordnung. Naja, also schön frisch schmeckt es auf jeden Fall, dadurch, dass es so ein bisschen schlanker ist.
aber jetzt übertrieben herb oder würzig überhaupt auch gar nicht. Könnte vielleicht einen Ticken mehr, ein bisschen mehr Hopfen, weil dieses Herbe rauskommt. Das wäre ganz schön gewesen für meinen Geschmack. Ja, also ich würde sagen, Freiberger, solides Mittelmaß, schmeckt mir durchaus. Ich dachte jetzt eigentlich, dass mir Freiberger gar nicht schmecken würde. Wurde mal in der Diskothek ausgeschenkt, gab es für 1 Euro die Flasche, die 033. Ich meine, dass das Freiberger gewesen wäre. Anscheinend habe ich mich da geirrt, weil das schmeckte damals absolut überhaupt nicht oder die hatten da irgendwas anderes. Da muss ich sagen, habe ich die letzten Jahre Freiberger ein bisschen Unrecht getan. Ist gar nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte. Oder vielleicht habe ich mich einfach nur vertan und habe das nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt mehr. Nee, also Freiberger geht in Ordnung. Nicht das Leckerste, aber auch nicht wirklich schlecht. Also grundsolide, absolute Standard-Durchschnittsbier, würde ich jetzt sagen. Okay, also wirklich solides Mittelmaß, da siedelt sich auch das Freiberger an. Also das war's Bier um 4 für diese Woche mit dem Freiberger Pilz. Wie gesagt, grundsolides Bier, macht eigentlich nicht viel verkehrt mit, wenn ihr euch das holt. Nächste Woche kümmern wir uns dann um das Braustolzpilz. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt auch einen Daumen rauf. Und dann ja, bis nächste Woche und ein schönes Wochenende. Macht's gut.